Abstiegskrimi bei der Frauen-WM in Friedrichshafen. Und mittendrin die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Nach 3 Niederlagen musste ein Sieg her. Der Gegner, Gastgeber Dänemark. Und schon mal hat man sich schwer getan gegen diese Mannschaft bei der Olympia-Quali in Füssen. Zwar gewonnen damals, allerdings nur im Penaltyschießen. Das war zu wenig für Peking. Und auch diesmal musste ein Sieg nach 60 Minuten her. Aber das Spiel lief erstmal gar nicht für Deutschland, sondern für die Gastgeberinnen. 5. Minute. Josefine Persson mit dem 1:0. Ein Konter, perfekt ausgespielt über Silke Gluth. Hier mit der Nummer 4. Damals sind Füssen auch Torschützen gewesen. Vorbei an Sandra Abstreiter, die wieder zwischen die Pfosten beordert wurde. Dann Deutschland mit dem ersten Powerplay in dieser Begegnung. Und Powerplay, das war eines der positiven Dinge bei dieser Weltmeisterschaft und funktionierte auch diesmal. 9. Spielminute. Tanja Eisenschmidt nimmt Maß und in der Mitte Franziska Feldmeier fälscht ab, unhaltbar für Cassandra Repstock-Romme zum 1:1. Das Spiel war wieder auf Null gestellt. Deutschland aber nach wie vor anfällig für die dänischen Konter, vor allem in der eigenen Vorwärtsbewegung, und Dänemark mit viel Tempo auch in diesem Fall. Das 2:1, der Schuss. Rebound wird dann weggearbeitet und wieder war es Silke Gluth, tolle Schlittschuhläuferin, die hier für Gefahr sorgte, aber Sandra Abstreiter mit ihren 1,80 parierte glänzend hinein ins zweite Drittel. Wieder Powerplay Deutschland und auch diesmal lief das richtig gut. Kluge mit dem Schuss und der wird im letzten Moment geblockt, hier von Sophie Scott verhindert, die erstmalige deutsche Führung. Und auch im weiteren Verlauf blieb die DEB-Auswahl am Drücker. Der nächste Versuch, Strobel bringt die Scheibe zum Tor. Und erneut war es knapp am Kasten für Repstock. Romme Welke war da noch mit dabei, aber es blieb beim 1:1. Und dann der nächste Konter der Däninnen. Riesenmöglichkeit auf der anderen Seite mit Josefine Jakobsen. Bruder Julian, 4 Jahre bei den Hamburg Freezers in der DEL, macht das gut, aber erwischt die Scheibe nicht richtig. Das war die 28. Minute. Eine Minute später, Dänemark blieb nun am Drücker. Deutschland mit keinem guten Wechsel. Und dann klingelte es im Kasten hinter Sandra Abstreiter. Emma Russell durch den Pulk hindurch. Keine Sicht für die deutsche Torfrau, weil Sicht verdeckt. Unter anderem durch Persson. Nichts zu machen. Dänemark wieder in Führung und Deutschland brauchte wieder 2 Tore für den Klassenerhalt. Hinein in den Schlussabschnitt. Deutschland arbeitete. Deutschland fightete. Deutschland spielte Einbahnstraßenhockey. Chance auf Chance. Nicola Eisenschmidt. Immer wieder scheiterten sie an Cassandra Repstock-Romme. 6 Minuten noch zu spielen. Wieder die Scheibe vor dem Tor. Und wieder geht der Puck nur hauchzart am Gehäuse der Gastgeberinnen vorbei. Hier mit Tanja Eisenschmidt. 4 Minuten noch. Nochmal die Scheibe in Richtung Tor. Job Smith an ihrem Geburtstag. Und dann sind die Arme oben. Und dann wird gejubelt. Laura Kluge, 56. Minute. Hier der Schuss, Job Smith scheitert noch, aber dann Kluge vorbei ins Netz, Ausgleich. Nur noch ein Tor für Deutschland zum Klassenerhalt. Und dann hinein in die Schlusssekunden, 6:5, empty net, Scheibengewinn, Schuss aufs Tor, abgewehrt. Deutschland versuchte alles. Deutschland kämpfte um jeden Millimeter Eis. Die Mannschaft von Tom Schädler ließ nicht locker. Bis dann Tanja Eisenschmidt an die Scheibe kommt. Letzte Sekunde, das Tor, die Erlösung, der Klassenerhalt. 0,1 Sekunden vor dem Ende belohnt sich die DEB-Auswahl für einen
aufopferungsvollen Kampf. Und es war wieder mal Tanja Eisenschmidt, die diesem Turnier den Stempel aufdrückte, die diesem Spiel den Stempel aufdrückte mit einer Torvorlage und dem entscheidenden Treffer kurz vor dem Ende. Deutschland entkommt in letzter Sekunde nicht nur buchstäblich den Abstieg und spielt auch im kommenden Jahr in der höchsten Division im Frauen-Welteishockey. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.